Jetzt höre ich gerade, wir müssen stoppen, denn wir haben bereits eine erste Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen. Hochrechnung. Okay. Theo? Wir hatten die Ankündigung einer Hochrechnung. Ich weiß nicht, ob wir sie schon vorlegen können. Ja, ich höre, es funktioniert also. Die erste Hochrechnung, 18.14 Uhr. Das sind 42,3% für die Union. Die SPD kommt auf 26,3. Die FDP kommt auf 4,5. Also das stabilisiert sich, dass die FDP nicht im neuen Bundestag vertreten sein wird. Linke 8,5, Grüne 8,0, AfD 4,8. Das bleibt sehr knapp, aber im Moment nicht im Bundestag vertreten. Andere 5,6. Schauen wir mal Gewinne und Verluste uns kurz an, was das bedeutet. Die CDU-CSU hat massiv zugelegt, plus 8,5 von dem letzten schlechten Ergebnis. Die SPD hat zugelegt, plus 3,3. Die FDP dramatische Verluste, 10,1. Wie gesagt, nicht mehr im Bundestag vertreten. Die Linke verliert minus 3,4. Die Grünen verlieren ebenfalls minus 2,7. AfD erstmalig, wie gesagt, also plus 4,8. Andere minus 0,4. Schauen wir uns jetzt noch mal die Sitzverteilung an. Das bleibt ja weiter kompliziert. Also die Sitze CDU-CSU kommen auf 301 Sitze, knapp unterhalb einer eigenen absoluten Mehrheit. Die SPD auf 187, die Linke 61 und die Grünen 57. Das wäre das Vierparteienparlament ohne die AfD. So viel für den Moment. Das werden wir sicherlich heute Abend noch häufiger uns anschauen. Vielen Dank, Theo.